Text ist ein bisschen lang und ich habe ein bisschen Angst, dass es hier gleich ein Metal gibt. Ja. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe leerstehende Häuser, ich sehe vollgefressene Bäuche und wie man versucht, uns mit Statistiken zu täuschen. Ich sehe moderne Sklaven in Zwangsmaßnahmen stecken, zu arm, um zu leben und zu reich zum Verrecken. Sehe Menschen, denen der zweite Teil dieser Binsenweisheit fehlt, die nach der Arbeit Platte machen, weil die Patte trotz 9 Stunden Buckeln fehlt und der Hunger sie so quält. Aber hey, immerhin haben wir eine Kanzlerin, die uns sagt, wie gut es uns geht. Wie gut es Deutschland geht und dass das Grund zur Freude ist. Ich sehe sie im Fernsehen, sehe sie da stehen, würde sie gern mal sehen, sich ehrlich bemühen mit Anpacken und an den Wurzeln aller Übel wirklich was bewegen. Stattdessen sehe ich Wahlplakate, die uns vorgaukeln, uns glauben machen, dass wir eine Wahl haben. Und zwar eine andere als die zwischen Pest und Cholera. Ich sehe Discounterpreiskriege auf Kosten ihrer Arbeiterschaft und wundere mich, wie man es unter solchen Bedingungen jeden Tag zur Arbeit schafft. Ich sehe Fastfood-Ketten, die auf Bio machen. Ihr sorgt euch um die Bombe? Jeder ihrer Burger ist eine Biowaffe. Einzig und allein geschaffen, um euch arm und sie reich zu machen, euch zu verfetten, während sie von eurem Geld bezahlten Fliegern gemütlich um die Erde jetten. Ich sehe Wahlwerbespots von NPD und FDP und muss gestehen, mittlerweile sehe ich da kaum noch einen Unterschied. Und nach weiteren 3 Spots könnt ihr sehen, wie ich euch euren Stumpfsinn wieder vor die Füße kotze. Und jetzt werft mir nur ruhig vor, ich würde wieder maßlos übertreiben, wäre viel zu pathetisch und zöge unrealistische Vergleiche. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr mir das am Arsch vorbeigeht. Und ja, vielleicht vergreife ich mich im Ton. Aber ganz ehrlich, allmählich habe ich echt die Schnauze voll und genau das hat man dann davon. Ihr unterdrückt, misshandelt, beraubt und verspottet uns in einem Atemzug und sagt danach, ihr seid berechtigt, das zu tun, habt die Legitimation dazu? Es ist euer Wille, euer Recht und euer Gesetz, dass ihr mit euren Wasserwerfern, Gasgeschossen und Super-Extra-Sparabos durchsetzt. Ich sehe ein modernes Feudalsystem, in dem wir gezwungen sind zu leben. Sehe, wie ihr besetzte Häuser räumt, damit der Wohnraum darin wieder leer steht. Ich sehe vor Hass verzerrte Kopfvisagen, wenn sie entzerrte Sitzblockaden auseinandertreiben und zusammenschlagen, wenn sich mal wieder ein paar linke Chaoten auf die Straße und zu träumen wagen. Ich sehe nachtaktive Jungs und Mädels, die Parolen an die Wände malen und das Stadtbild umgestalten. Sehe, wie ihr sie dafür kriminalisiert und Innenstädte mit eurer Werbung zutapeziert. Ich sehe, wie Unterschiede gemeinsam Grenzen überwinden können, wenn sie einfach mal zusammenhalten. Was nur einer von vielen Gründen für mich ist, das Ganze hier überhaupt noch auszuhalten. Ich sehe euch lachen, über uns Träumer, wie über Clowns und eure Zirkustiere. Sehe dieselben Zirkustiere nach der Show in Käfigen krepieren. Ich sehe eure Cremes und Parfums und sehe Vivisektionen. Sehe eure Pelze und alles in mir schreit nach Sanktionen, nach Vergeltung und Überwindung auch mentaler Grenzen. Denn Befreiung sollte nun mal nicht bei Menschen enden. Ich sehe abgeschossene Greenpeace-Boote, die Kriminalisierung der Männer und Frauen von Sea Shepherd und sehe, wie jeden verdammten Tag ein neuer freier Walfänger unbehelligt durch furtierblutrote Wellen schippert. Ich sehe die Fahnen an Autos, während EM und WM und wie jeder zweite Vollidiot bald wieder entgeistigt begeistert seine Farben schwenkt. Und wird mal wieder jemand zu Tode gehetzt? Okay, dann sehe ich auch Lichterketten voll Betroffenheit. Und 2 Straßenzüge weiter eine Nazi-Horde, die unbeeindruckt ihren Hass ausschreit. Ich sehe ausgebleichte Deutschlandfahnen über Schrebergärten wehen und wie mentale Schrebergärtner überall außer bei sich selbst nur zu gerne mal ganz genau hinsehen. Ich sehe im Fernsehen die Berichte über bis zum Tod vernachlässigte Kinder in unseren Vorstädten, über misshandelte alte Menschen in sogenannten Pflegeresidenzen, über Amokläufer an Schulen, das Abdriften der Jugend und über die regelmäßigen Etatkürzungen für Bildung. Ich sehe die Berichte über bitterböse Bahnhofsschläger und danach die üblichen Kommentare der allwissenden Wohltäter. Ich sehe Aktienanalysten und Ratingagenturen und wie sie sich in ihrer Macht suhlen. Sehe minderjährige Huren und die Männer, die sie kaufen und wie sie danach unbeschämt wieder um die Gunst der nächsten Kamera buhlen. Sehe die Menschen einschalten, will ich darauf eingehen, sich dann darüber aufregen. Ja, aber bloß nichts gegen die Gründe dafür unternehmen. Ich sehe Armadas von Menschen unsere Städte durchstreifen auf der Suche nach Pfand, um sich überhaupt mal irgendwas zu leisten. Ich sehe Flüchtlinge. Körper und Geist von Folter geschunden, an Grenzübergängen spurlos verschwunden oder vor Europas Küsten ertrunken. Die paar wenigen, die durchkommen, werden hier inhaftiert, in Ghettos einquartiert, zu Zahlen degradiert, von Behörden terrorisiert und ansonsten ignoriert. Und kaum einer nimmt überhaupt wahr, dass sowas hier passiert. Jeden Tag, jede Nacht werden Menschen nicht nur in Deutschland von uns und in unserem Namen ausgeraubt und oft genug auch umgebracht. Das Problem ist, dass wir gelernt haben, damit zu leben. Wir fragen gar nicht mehr, was wäre, wenn. Denn dann müssten wir wirklich mal was ändern. Ich sehe eure Gesichter, während ich hier stehe und kann förmlich spüren, wie sich so der eine oder andere denkt, was redet der denn da? Das ist doch
gesprochene Anarchie, alles bloß linke Propaganda und auch viel zu radikal. Und das ist ja brandgefährlich, denn wohin führt einen dieser Weg? Ich sage euch eins, mal ganz ehrlich, Liberalität hat noch nie irgendwas bewegt. Wer von euch kennt noch den Namen Amir AG? Von BGS-Beamten mit der Standardbehandlung versehen. Heißt laut Staatsanwalt und Europarat gefoltert und erstickt. Aber das geht schon in Ordnung, nehme ich an, oder? Denn Menschlichkeit ist ja das Privileg einiger weniger und der gehört ja nun mal nicht hierher. Manchmal möchte ich einfach nur noch schreien. Vermisst Menschlichkeit. In einer Zeit, in der unmenschlich bleibt, was menschlich scheint. Ich sag euch eins, das hier ist nicht Menschlichkeit, denn was menschlich zu sein scheint, erschreckt mich jeden Tag. Es ist eigentlich ganz einfach. Das hier ist Herz, ist Verstand und eiserne Moral. Das ist Mitgefühl, der Wunsch nach Gerechtigkeit und Unverständnis gegenüber Vaterstaat. Er hat das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, könnte man meinen, vergiftet und schlägt seine Kinder und will danach so tun, als würde er uns heilen. Und ja, ich beziehe Stellung. Aber Farbe zu bekennen, erscheint mir unerlässlich, wenn so kopflos durch die Gegend rennt. Dankeschön.